Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Jawohl. Schicke ich mal meine Truppen raus, um die Wölfe zu töten. Während wir hier uns ums Putzmittel kümmern. Okay. Machen wir das anders. Ein Seifenmacher, ein Besenmacher so hinstellen. Und dann so. Können wir nämlich hier noch einen Besenmacher und einen Seifenmacher platzieren. Banditen haben einen Karren erbeutet. Als nächstes das Lagerhaus ausbauen. Noch ein Banditenlager da oben, okay. Alles klar. Zum Angriff! Ich werde angegriffen! Stürmt los! So, die Wölfe können wir einfach so abschießen. Vorwärts! Leider. Ich werde angegriffen! Angriff! So, Marcus reitet hier durch. Also ja, sehr viele Banditen, die wir nach und nach ausschalten sollten. Wie ihr wünscht. Verstanden. So, wir haben... Ich werde angegriffen! Leute, die uns... unsere Reinigungsgüter produzieren. So, und hier passt leider kein Weizenfeld mehr rein, aber die 7 sollten eigentlich ausreichend sein. Wir sollten jetzt eh um mehr Nahrung uns kümmern. Also mit noch einem... Das ist eine Bäcker schon, dann brauche ich noch einen Metzger. So, Bäcker und Metzger. Und ja, den Fisch da unten hätte ich auch gerne. So. Banditen haben einen Karren erbeutet. Oh, und ich habe Schafe schon. Das ist auch sehr schön. Hier drüben habe ich genug freie Grünfläche eigentlich für Schäfer und... also wenigstens für den Schäfer. Kann ich leider nicht auf der Seite bauen. Bauen wir ihn hier hin. Bauen hier so. Und so seine beiden Schafställe hin. So. Dann kommen nämlich schon mal die Schafe. Ach du meine Güte, habe ich hier viele Schafe.
2 ganze Herden habe ich. Dann brauche ich gar keine Schafe kaufen. Wäre schön, wenn es dann in dem Gebiet Kühe geben würde. Ei! So, jetzt brauche ich als nächstes noch einen Torhaus hier. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ja, die Schafe kommen ja jetzt. Okay, Alandra müsste das sein. Hat schon die ersten Trebuchets bereit. Hier oben. Wie ihr wünscht. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wir haben einen Karren erbeutet. Und ja, dieses nicht aufgedeckte Gebiet hier, das ist komplett Rosotoris, die Hauptstadt. Jawohl. Also der Flansch hier in der Mitte. Schon unterwegs. Stadtmauer dürfte damit fertig sein. Hi. So, die Wölfe haben wir besiegt. Können wir also das Territorium in Ruhe einnehmen. Wir haben auch die nötigen Reinigungsmittel für Marcus zusammen. Jetzt brauchen wir erstmal die Kirche. Also ja, die beiden Gebiete sollte ich auf jeden Fall einnehmen. Ich weiß nicht mal, ob es hier hinten überhaupt Zugang gibt, aber sieht fast danach aus. Sehr gut. Nun sind unsere Siedler besser geschützt und haben eine Chance, die Stadt gegen die Schergen des Roten Prinzen zu verteidigen. Ja, jetzt warten wir auf... Eure Siedler bedeuten mir nichts. Glaubt ihr, durch den Bau einer Mauer könntet ihr sie vor meinem Zorn schützen? Meine Soldaten werden euch eine Lektion erteilen. Ja, wir können gerade gar nichts abwenden. Wir müssen auf die nächste Steinlieferung warten. Das ist hoffentlich jetzt kein Angriff, oder? Das ist hoffentlich nur eine Patrouille. Banditen haben einen Karren erbeutet. Steuereintreiber kommen. So, hier an der Straße. Auf euren Befehl. Außenposten errichten. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Es regnet. Ja. Das füllt die Schafsweiden. Ein Schaf fehlt noch. Das lässt sich ziemlich viel Zeit, würde ich sagen, das Schaf. Dürfte aber schon längst in der Stadt sein, oder? Da kommt es angewatschelt. Ah, sehr gut. Und wir können die Kirche ausbauen. Und ja, hier würde es auch einen Weg durchgeben. Hä? Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Solche Wege kann ich dann ja mit Palisaden absichern.
Also ja, erstmal die beiden Räuberlager auseinandernehmen. Wie viele Räuber gibt's jetzt? 1, 2, 3. Wir haben ein Territorium eingenommen. Die beiden Räuberlager erstmal zerlegen. So, Territorium eingenommen. Ich, Marcus, werde euch immer treu ergeben sein. Danke, Marcus. Wir sind jetzt stark genug, um unserem Erzfeind entgegenzutreten. Es gibt drei Garnisonen, die den äußeren Verteidigungsring um die Stadt des Roten Prinzen bilden. Eine liegt im Osten, eine im Westen und eine im Süden von Rossotoris. Wir müssen alle drei Garnisonen vernichten. Wir müssen Stein nach Gran Castilla liefern, um unsere Trebuchets in Aktion treten zu lassen. Wenn wir den Hafen im Osten aufbauen, können unsere Verbündeten uns Verstärkung schicken. Der Bischof von Geth wird in der westlichen Garnison gefangen gehalten. Wir müssen ihn befreien. Mhm. Glaubt ihr wirklich, ihr könntet mich besiegen? Ich werde eure erbärmliche Siedlung in den Staub treten. Banditen haben einen Karren erbeutet. Oh, das werden wir sehen. Aber ja, eins steht fest, wir sollten uns da demnächst ums Militärische kümmern. Also erst einmal hier einen Jäger errichten. Eisenmine weiter ausbauen. Da haben wir die Fischerhütte schon zum Ausbau. Ja, haben wir. So, dann heißt es hier am besten... Ne, machen wir es so rum. Wie machen wir das am besten jetzt? Oder machen wir es hier lieber hier oben? Bin ich mir selber gerade etwas unsicher. Wie ihr wünscht. Alles klar. Das ist unschön. Ein Gebäude steht in Flammen. Auf die Mauern, Männer! Stürmt die Mauern! Banditen haben einen Karren erbeutet. Okay. Das darf ich nicht so einfach auf mir sitzen lassen. Wir verhindern erstmal, dass sie einfach wieder so rein eindringen können erstmal. Jetzt sollte ich aber endlich gucken, dass ich... Könnte auch ganz einfach und unkompliziert... Hier und... Oder einfach hier unten. Das ist echt gerade schwierig. Ja, wir können es auch so machen. Ich brauche dich.
So,